Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Stacking. Ich muss gestehen, wirklich viel weiß ich über das Spiel noch nicht. Nur, dass wir in die Rolle einer Matroschka schlüpfen. Das sind diese russischen ineinander stapelbaren Puppen aus Holz. Also wenn man eine auseinander macht, ist da drin wieder eine kleinere, die man wieder auseinander machen kann, bis man irgendwann eine ganz kleine hat, die man dann nicht mehr auseinandernehmen kann. Soweit ich weiß, müssen wir mithilfe dieser Figur Rätsel lösen, indem wir andere Figuren verschlucken oder selbst verschluckt werden. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, darum ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, ich beginne direkt mal ein neues Spiel. Und ja, wir spielen ein originales Abenteuer. Ja, man sieht, ich habe schon ein bisschen angespielt. Gerade mal 2 Minuten. Also wirklich nicht viel. So. Einen neuen Speicherplatz. Und ich nenne mich wie immer Medica 90. Okay, 90 geht nicht. Dann heiße ich halt Medica 9. Ist auch okay. Und wir sehen schon, das Design ist sehr auf alt gemacht. Es hat ein wenig was von einem Stummfilm. Gerade die Zwischensequenzen. Aber es hat einen wirklich großen Charme. Thank you.
So, und dann sind wir mitten im Spiel. Also das Design ist schon mal extremst gelungen, finde ich. Ja, und wie es aussieht, handelt es sich bei dem Spiel um ein Drama, denn unsere Familie, beziehungsweise unsere Geschwister und unser Vater wurden irgendwie von einer Art russischen Mafia entführt, um Schulden auszugleichen. Diese Mafia wird wohl vom Baron angeführt, oder zumindest bekommen sie Befehle vom Baron. So wirkt es zumindest auf mich. Und wir spielen den kleinsten unter den Geschwistern, Charlie. Oh, und wir haben hier unseren netten Freund, den wir unterwegs getroffen haben, der mit uns sprechen möchte. Dann tun wir das doch mal. Hab keine Angst, mit Leuten zu sprechen. Das ist der beste Weg, Hilfe zu bekommen. Viel Glück bei der Suche nach deinem Bruder, Charlie. Okay. Danke für deine Hilfe. Okay, diese Spielkarten erinnern mich persönlich wieder an Alice Madness Returns. Dann schauen wir uns hier am Bahnhof mal ein wenig um, wo unser Bruder festsitzen soll. Oh, hallo. Beende den Eisenbahnstreik. Sorge dafür, dass alle drei Mitglieder der Eisenbahngesellschaft die Lounge verlassen und bringe sie zum Hauptbahnsteig, damit sie mit dem Streikenden sprechen. Okay, das ist unsere erste Aufgabe. Drei Mitglieder der Eisenbahngesellschaft und die müssen wir natürlich erstmal finden. Sorge dafür, dass alle drei Mitglieder der Eisenbahngesellschaft die Lounge verlassen. Ja, okay, das hatten wir schon. Gut. Dann war das hier wohl ein Freund unseres Bruders Albert. Okay, der muss Kohle schaufeln. Wow, okay, das scheint dann wohl der Hauptbahnsteig zu sein. In Figuren steigen. Wenn du dich der Rückseite einer anderen Figur näherst, die genau eine Nummer größer ist als du, kannst du Y drücken, um in diese Figur zu steigen und sie dann zu steuern. Eine Figur, in die du steigen kannst, leuchtet blau. Okay. Okay, dann steigen wir mal hier in diese Figur. Das ist ja mal richtig süß animiert. Jetzt kannst du in die größte Figur steigen. Drücke hier für Y. Fähigkeiten. Alle Figuren besitzen besondere Fähigkeiten. Sie benutzen
die benutzt werden können, um Rätsel zu lösen oder einfach nur Spaß zu haben. Drücke A, um sie zu benutzen. Huch! Hallo? Okay. Dieser alte Mann kann also schimpfen und meckern, damit die Leute Platz machen. Und mit B kann ich wieder aus den Figuren aussteigen. Kann ich mit dir sprechen? Überlasse Denken mir, deinem Anführer. Redest du mit mir? Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mit dir reden, aber okay, dann kann ich nicht mit dir reden. Doch, mit X. Wir müssen nicht auf dich hören. Okay. Uns sprechen sie also definitiv nicht. Hallo, wer bist du? Ein Mann meiner Größe hat Einfluss, solltest du wissen. Okay, das merke ich mir. Sprech mit dem Torwächter, um weitere Informationen zu bekommen. Der Schlüsselmeister muss mir dieses Tor aufschließen. Oh, aussteigen. Du kannst drücken, B drücken, um mit der kleineren Figur aus der aktuellen Figur herauszugehen. Das ist sehr nützlich, wenn du nach der richtigen Figur für eine Herausforderung suchst oder mit einer kleineren Figur durch eine enge Stelle musst. Der Schlüsselmeister muss mir dieses Tor aufschließen, damit die Leute durch können. Finde den Schlüsselmeister und steige in ihn hinein. Gut, dann suchen wir mal den Schlüsselmeister. Damit wir in die Lounge kommen. Ich schätze, das sind die Streikenden. Da wird kein Schlüsselmeister dabei sein. Ach, sagte dieser eine Mann nicht gerade von wegen, ein Mann wie ich hat Einfluss? Vielleicht ist das hier der Schlüsselmeister. So, hallo. Okay, mit dir kann ich nicht. Aber leider liegt es nicht in meiner Macht, diesen Streik zu beenden, damit die Züge fahren. Okay, du bist offenbar kein Schlüsselmeister. Ich kann mit dir Tee trinken. Was hat das jetzt gebracht? Nicht wirklich viel. Okay, dann nehme ich dich wieder in Besitz. Bist du der Schlüsselmeister? Siehst mir nicht danach aus. Aber du trägst irgendwas in der Hand. Ach, du bist der Schlüsselmeister. Ja, größer könntest du auch nicht sein. Und ich übersehe dich trotzdem. Okay, raus mit dir. Und rein in den Schlüsselmeister. Hau ab, siehst du nicht, dass ich mich ausruhe? Doch, aber ich brauche dich jetzt. Von hinten einsteigen. Vergiss nicht, dass du hinter einer Figur stehen musst, um in sie einzusteigen. Manche Figuren wenden dir immer das Gesicht zu, damit dies nicht geht. Du kannst nur in Figuren steigen, die blau leuchten. Okay. Einmalige Figur gefunden. Einmalige Figuren sind besonders und werden oft benötigt, um Rätsel zu lösen. Sie sind leicht an einem Schimmereffekt zu erkennen. Sammelst du sie ein, bekommst du Belohnungen. Okay, wir haben eine Schlüsselmeister-Dorsen-Belohnung bekommen. Und jetzt können wir hier aufschließen. Da bist du ja. Schließe dieses Tor auf. Ja, bin dabei. So, und wir können weiter. Hol die Eisenbahnleute aus der Lounge und bring sie zum Bahnsteig. Ja. Also wieder die Aufgabe. Oh, Navigationsspur. Du hast eine großartige Intuition. Drücke RB, um deiner Intuition zum nächsten Ziel zu folgen. Ah, das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei Fable. Da wird mir eine leuchtende Spur angezeigt. Sehr schön. Aber ich kann mich nicht bewegen, während die Spur angezeigt wird. Hallo, wer bist du? Es war immer... Wer bist du? Na gut, du willst nicht mit mir sprechen. Du brauchst eine Erinnerung? Drücke Seite, um dir die Aufgaben anzusehen. Benutze LT, um zum Archiv-Tab zu wechseln, wo du eine Aufzeichnung aller aktuellen Texte des Spiels findest. Du kannst dort auch alle wichtigen Filme aus dem aktuellen Bereich erneut abspielen. Okay.
Das werde ich mir merken. Wir sind Schlüsselmeister Dawson und wir brauchen jetzt eine Spur. Ah, hier nach oben geht's weiter. Hier unten sieht es aber auch interessant aus. Ah, das sind die Toiletten. Okay, hier sind die Frauen und da sind die Männer mit dem Zylinder auf dem Kopf. Hallo Frauentoilette. Ich kann einfach so reinspazieren. Das stört niemanden. Was ist das denn? Wer denn hier eine Stinkbombe hochgehen lassen? Okay, wir gehen vielleicht doch erstmal weiter. Hey, du kommst so. Komm und sprich mit mir. Ich kann dir helfen. Okay. Hallo? Du siehst neu aus, also möchte ich, dass du verstehst, wie wichtig das Reden ist. Mit Leuten reden ist der beste Weg, Lösungen für die aktuellen Probleme zu finden. Recht so, ganz genau. Jetzt sprich mit dem Wächter und schau, was du herausfinden kannst. Okay, wo ist der Wächter? Mit dir habe ich schon gesprochen. Ich muss nicht mehr mit dir sprechen. Hier ist eine Dame, die ist auch kein Wächter. Ach, hier ist der Wächter. Herausforderungen. Herausforderungen sind Rätsel, die auf verschiedenen Wegen mit unterschiedlichen Kombinationen von Figuren gelöst werden können. Für jede gefundene Lösung bekommst du eine Belohnung. Drücke LB, um Tipps zu bekommen. Entleere die Lounge. Lasse die Eisenbahnleute die Lounge verlassen. Gehe hinein und sprich mit dem Loungeleiter. Ich glaube, ich spreche jetzt erstmal mit dir. Ich werde mich nicht noch einmal von Schönheit ablenken lassen. Okay, er steht auf Frauen offensichtlich. Auf Schönheiten. Vielleicht finden wir ja eine im Bad. Oder bist du eine Schönheit? Ich würde eher sagen nicht. Du meine Güte, lass doch hier mal gut sein mit den Stinkbomben. Okay, im Männerklo werden wir definitiv keine Dame finden. Jetzt sind wir wieder eine Dame. Und du bist auch eine Dame. Gut, ich bin wohl zu klein für den Herrn. Aber ich könnte eine Schönheit sein mit dem Ausschnitt. Da kann der Wärter doch nicht widerstehen. Gut, wir können aber in sie hineinschlüpfen. Dann sehen wir mal, ob das wirkt. Hallo, Herr Wärter. Ich will doch gar nicht hinter dich kommen. Ich will mit dir sprechen. Solange ich auf meinem Posten bin, bleiben die Türen verschlossen. Okay. Auf sie fällt er offensichtlich nicht herein. Okay, auf die kleine Dame aber auch nicht. Oh, hallo? Kann ich in dich vielleicht hineinsprechen? Hast du meine Kinder gesehen? Ich habe sie verloren. Ha. Figurensets. Manche einmaligen Figuren gehören zu einem Set. Steckst du alle Figuren eines Sets ineinander, bekommst du im Spiel weiter und kannst Belohnung freischalten. Okay. Ich habe Ursula Allendorf gefunden. Jetzt können wir aber zu dem netten Herrn Wärter gehen, der uns bestimmt helfen wird, da wir ja eine Frau in Nöten sind. Bitte, meine Dame, nicht mehr schreien. Ich komme, um dir zu helfen, wenn ich muss. Ah, kann ich jetzt um Hilfe schreien? Schön. Am besten irgendwo, wo der Wärter dann nicht sieht, dass ich verschwinde. Okay.
Tschüss. Ich möchte da rein. Kann ich so da gar nicht rein? Okay. Deutsche Familie-Set. Ach, das soll eine deutsche Puppe sein. Okay. So stellen Sie sich also eine deutsche vor. Vielleicht muss ich ihn nur noch weiter weglocken. Oh, ich verstehe so langsam, denke ich. Jetzt haut er wieder ab. Nein! Ich mach doch irgendwas bestimmt gerade falsch. So. Wächter Perry sind wir jetzt. Und wir können in die Lounge. Hoffe ich. So. Und wie es in der Lounge weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch soweit. Ich finde, es hat wirklich großen Charme. Hat so seinen ganz eigenen Stil, den ich unglaublich schön finde. Auch von der Gestaltung her und von der Musik. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.